Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Luna 2. Jetzt sind wir hier oben wohl irgendwie kurz vor der Spitze des Turmes. Draußen wird es wohl so langsam Nacht, so wie es aussieht. Alles ein bisschen komisch hier, keine Geräusche, kein Ton, gar nichts. Gucken wir mal weiter. Was ist los, Gwyn? Das ist der siebte Stock des Turmes. Die uralten Schriften berichten von einer versteckten Passage an die Spitze. Ja. Und wir müssen diesen Raum durchsuchen und das richtig gründlich, um diese Passage auch zu finden, mein Junge. Gut, machen wir. Wo willst du hin? Na, wo auch immer er hin will. Ich wollte noch mal ins Speichermenü. So viel steht fest. Und zwar den jetzt überspeichern. Ich werde es hier mit den Spielständen, denke ich mal, jedes Mal abwechselnd machen. Um hier meine Sicherungssafe nochmal zu haben. Vielleicht gehe ich sogar auf 3 oder 4. So. Wir sollen also einen versteckten Zugang finden. Ich frage mich, wo er sein könnte. Wo könnte dieser seltsame, geheime Zugang nur sein? Vielleicht ist es ja diese komisch große, leuchtende blaue Kugel. Boah, Hero, was ist das? Schnapp's dir und zeig's mal Opa. Ich wette, er weiß, was es ist. Hero, was passiert hier? Wir haben einen komischen Teleporter aktiviert. Nein, wie unerwartet. Aber wo zum Henker sind wir denn jetzt hier? Hero, ich glaube, wir haben gerade die geheime Passage zur Spitze des Turmes gefunden. Du glaubst doch nicht, dass der Zerstörer hier irgendwo in der Nähe ist, oder? Ich möchte nicht von einem Monster gefressen werden. Du machst dir zu viele Sorgen, Ruby. Und außerdem, ich glaube, keiner von uns sieht wirklich lecker aus. Das nennt man ja Zuversicht. Da haben wir so einen komischen Kristall. So beautiful. Irgendwas ist wunderschön. Die Frage ist bloß, was ist da so wunderschön? My name is Lucia. I have come from the Blue Star on an urgent mission. Your world is in grave danger. I must see Alfina immediately. Take me to her. Do you think she's friendly? She looks like she could be some sort of goddess or something. What are we gonna do, Hero? Ruby to Hero!
wrong with you? She's not even human. Here, let me tuck your tongue back into your mouth and wipe that drool off your chin. Hey, ouch! Knock it off, Ruby! Ja, damit haben wir Lucia kennengelernt. Angeblich ein Mädel, welches vom Blue Star auf die Erde gekommen ist oder nach Luna gekommen ist, weil die Welt sich in großer Gefahr befindet und sie möchte deswegen so schnell es geht, am liebsten sofort, gestern, wann auch immer, mit der Göttin Athena reden. Und Hero hat natürlich nichts anderes zu tun, als festzustellen, dass sie die wunderschönste Frau ist, die er jemals im Leben gesehen hat. Es steht gerade ein Alien vor dir, mein Freund. Oder zumindest sowas Ähnliches. Naja, wollen wir doch mal sehen, wie er damit umgeht. Hey, warte, Lucia, wo willst du hin? Ich muss Athena finden und mich mit ihr zusammen gegen Sofa. Nee, ich muss Athena finden und mich mit ihr zusammenschließen, um Sofa zu bekämpfen. Wer ist Sofa? Athena? Die Göttin unserer Welt? Warum musst du sie finden? Hat sie doch gerade gesagt, sie will irgendeinen Kerl bekämpfen. Wer bist du? Ich bin Hero. Und das ist Ruby. Ihr zwei seid Bewohner von dieser Welt? Ihr müsst mich zu Athena bringen. Es ist absolut wichtig, dass ich sie finde und mit ihr reden kann. Bist du verrückt, Mädchen? Du kommst hier einfach irgendwie aus dem Nichts, tauchst du hier auf und erwartest, dass wir dich einfach mal so zur Göttin bringen? Hero ist ein Abenteuer, kein Stadtführer. Und wir wissen ja noch nicht mal, wo Athena ist. Ruby hat recht, aber dieses Mädchen braucht wohl wirklich unsere Hilfe von einem, und vor allen Dingen von einem mutigen Krieger, wie ich einer bin. Erde an Hero. Hat irgendjemand dir das Prädikat besonders intelligent auf die Stirn geklebt, dass du jetzt einbildest, du bist ein Krieger? Ich weiß nicht, ob ich dir helfen kann, Lucia, aber ich bin auf jeden Fall bereit, es zu versuchen. Wir werden sehen, was Opa dazu zu sagen hat, Hero. Wir müssen uns sofort auf den Weg machen. Warum? Oh. Sie kann uns hier rausbeamen. Das ist cool. Was ist denn hier los? Oh. Du, wir haben eine Passage gefunden und haben gleich noch einen Alien mitgebracht. Oh, wow. Mach mal langsam, mein Sohn. Erschreck mich nicht so. Du hattest schon dafür gesorgt, dass ich mir richtig Sorgen mache, junger Mann. Ich habe dich überall gesucht. Wo zum Henker warst du? Oh Mann. Wen hast denn du hier gefunden? Ihr Name ist Lucia. Wir haben sie an der Spitze des Blue Spire gefunden. In einem riesigen grünen Kristall. Hm, ist recht. Und rate mal, Opa. Sie sagt, sie ist vom Blue Star. Bei Athena persönlich. Sie ist vom Blue Star hierher gereist? Hero, wir müssen sofort hier raus. Aha. Warum? Wenn Lord Leo sie hier findet, sind wir in ziemlichen Problemen. Genauso wie sie. Wir werden später darüber reden. Jetzt lass uns gehen. Ja, zumindest ist er direkt, aber warum sollten wir Ach, könnte Leo da vielleicht davon ausgehen, dass sie besagter Destroyer ist, ja? Aber wir könnten eigentlich auch mal ihr Equip anschauen. Erstmal, sie hat kein Level, sie hat keine Magiepunkte und 777 HP. Nein, wir haben keinen Lucky 7 Effekt. Und sie hat keine Statuswerte. Sie hat ihren Hut, ihre Robe und ihr Halsband. Zu diesem Halsband gibt es übrigens noch eine kleine Geschichte. Und zwar, wenn man die Collector's Edition damals von dem Spiel erworben hat, hat man dieses Halsband in Reel, ein geschmiedetes Halsband, mit dazu bekommen. Zusätzlich noch zu vielen anderen kleinen Features, aber gerade dieses Halsband scheint doch eine besondere Bedeutung zu haben. Warum auch immer. Gut, hat sie denn irgendwelche Magien? Nö. Okay, sie hat kein Level, sie hat keine Magie, aber irgendwas muss sie auf dem Kasten haben. Bin mal gespannt. Mhm. Was ist das hier? Warum sind Monster innerhalb des Blue Spire?
Mach dir keine Sorgen, Lucia. Ich werde diese Monster mit ein paar Schwüngen meines Schwertes vernichten. Oh Gott. Jetzt steigt ihm sein Heldentum auch noch ganz zu Kopf. Das sind 5 Stück, mein Junge. Gut. Ich verrate es gleich, es ist eigentlich egal, was man macht. Denn Lucia ist ein klein wenig brachial, um sich ihre Wege frei zu räumen. Danke für das Level-Up und wir haben Squall gelernt. Einen kleinen Wirbelwind. Windelementarangriff, ein Ziel, ist auf jeden Fall machbar. Hast du diese Magie gesehen? Lucia, warum hast du die Möglichkeit, solch einen machtvollen Zauber zu wirken? Ich habe keine Zeit für Fragen, Hero. Ihr müsst mich zur Göttin Athena bringen und das schnell. Hey, warte mal. Habe ich dich irgendwie beleidigt? Es tut mir leid, falls ja. Uff. Zumindest ist sie ziemlich direkt. Ich glaube nicht, dass du sie beleidigt hast, mein Junge. Ich denke mal, sie ist einfach nur sehr darauf fokussiert, die Göttin zu finden. Hero, ich glaube nicht, dass Lucia menschlich ist. Ihre Magie ist wesentlich stärker als irgendwelche, die ich jemals gesehen habe. Lord Leo könnte recht haben. Sie könnte der Zerstörer sein. Warum sollte sie hierher kommen? Sie kann nicht wirklich der Zerstörer sein, Opa. Sie ist nur ein verstörtes und wunderschönes Mädchen. Und sie wird uns hier hinten zurücklassen im Turm, wenn wir nicht bald auf sie aufschließen. Und zack, Hero natürlich gleich umdrehen ohne Worte und ab dafür. Ja, Liebe auf den ersten Blick. Ich glaube, der Junge hat sich echt verknallt. Da muss man leben. So, was machen wir jetzt? Jetzt werden wir grundsätzlich jeden Gegner bekämpfen. Denn, egal was wir jetzt eigentlich machen, Lucia pulverisiert sowieso alles. Hören Sie, Plasma Rain, sobald es 5 Gegner sind, und dann hat sie noch ein paar andere Magien, die sich, also ihr Magieeinsatz richtet sich quasi danach, wie viele Gegner sich gerade auf dem Bildschirm befinden. Und wir haben übrigens auch nicht die Möglichkeit, sie zu steuern, wie wir ja schon gemerkt haben. Lucia agiert von sich aus. Und jetzt hier Gwyn und fertig, das war's. Zack, und mit Burn, Bums, 700 Schaden, Gegner drauf. Und Schaden kriegt sie ja sowieso keinen, auch wenn sie keine Statuswerte hat. So, jetzt gibt's wahrscheinlich noch einen Atomic Burn und dann war's das nämlich. Zack, Feierabend, Gegner tot. Langweilig. So, könnte man hier jetzt natürlich auch leveln. Das wäre natürlich die hinterhältigere Variante. Aber ich werde jetzt nicht großartig leveln. Ich werde die Gegner auf jeden Fall hier auf dem Weg mitnehmen. Aber mehr auch nicht. Was macht sie denn nochmal bei 4? Stimmt. Thunderblow. Einfach nur gezielt auf eine Fläche. Aber die Fläche ist fast so groß wie der gesamte Monsterplatz beim Start. Also insofern, sobald es 3 oder 4 Gegner sind, kann man eigentlich quasi schon sagen, sind sie eh so gut wie tot. Und wie gesagt, jetzt lohnt es sich wirklich, die ganzen Monster mitzunehmen, da Lucia einem die EXP nicht verringert, da sie ja nicht im Level aufsteigen kann, sie hat keins. Aber das Schöne ist halt... falscher Gegner. Das Schöne ist halt, dass sie einem wirklich die ganzen Viecher im Schnellformat einfach aus dem Weg räumt. Ich meine, da sind jetzt 3 Schleime. Macht's einmal bumm, und dann hast du 3 Schleime weniger. Ja, Verteidigung von 113 senken. Ist recht. Wie viel Defense hat denn die gute Frau? So, Gegner tot. Die macht doch keinen... Sie will also wirklich schnell zur Göttin, das merkt man schon. Sie macht hier kurz einen Prozess mit den Viechern. Und genau das nutzen wir jetzt nämlich aus, um die Erfahrung auf dem Weg nach unten noch mitzunehmen. Du kannst da drauf hauen, du kannst da drauf hauen, alles andere ist eh tot. Ja, auch ihr Quote, den sie jedes Mal sagt, wenn sie zaubert, von wegen Do not interfere, heißt ja eigentlich nichts anderes wie mischt euch nicht ein. So nach dem Motto, macht den Weg frei, ihr stört nur. So, nehmen wir dich auch noch mit. Gibt's ja auch noch EP. Ja, One-Hit-Kill würde ich sagen, ist eigentlich egal, was wir machen. Und wie man auch merkt, die KI ist hier wenigstens so intelligent, die Gegner genau in der Mitte dann auch auszuwählen und dann halt alles außenrum effektiv zu treffen. Sehr, sehr praktisch. Sehr, sehr praktisch.
So, jetzt hier jetzt mal weiter runter. Hier hatten wir... Ne, da haben wir noch einen übrig gelassen. Hauen wir den gleich weg, weil da geht auch der Weg nach unten. Zack. Zack. Ja. Es ist eigentlich egal, was man benutzt in dem Moment, weil Lucia ist sowieso schneller wie jedes Monster, was hier irgendwie rumläuft. Boom. Zack. Mob down. Eins genau, alles heilen tut sie einen nicht. Sie hat nur Angriffszauber im Petto. Aber die Dinger sind dafür sowas von pervers stark. Können wir nicht gleich zum Endgegner gehen? Dann macht Lucia den eben kurz solo. Spiel gewonnen. Wäre ja jetzt eigentlich eine tolle Idee. So, haben wir nochmal ein paar Kristallritter. Jetzt muss ich aber doch so langsam aufpassen. Obwohl, eigentlich ist es egal. Wie gesagt, verlieren kann man nicht, weil selbst wenn Hero und Gwyn down gehen, Lucia wird nicht sterben. Also, ich denke mal, selbst wenn alle Gegner zusammen hier im Turm sich hier aufhalten und sie jetzt angreifen würden, würde sie wahrscheinlich eh one-shotten mit einem Plasma-Rain. Insofern spielt es eigentlich keine Rolle, ob Hero oder Gwyn sterben. Und insofern werde ich jetzt auch definitiv nämlich so frech sein und die ganzen Heil-Items und Magiepunkte und so weiter einfach mal aufheben. Lässt man sich ja nicht lumpen. So, die sind jetzt auch wieder alle da. Danke für den Thunderblow. Die mischen sich definitiv nicht mehr ein. Und tschüss. Und Hero hat noch das Level-Up mitgenommen. Das war doch genau das, worauf ich es angelegt hatte. Hauptsache noch Level. Ja, natürlich schön, wenn Gwyn auch noch aufsteigt, aber ich glaube, das dauert noch ein bisschen lange. Obwohl, nö, 11 Erfahrungspunkte. Das ist nicht viel. Ja, Lucia kann nicht aufsteigen, sie hat kein Level, dementsprechend hat sie natürlich auch keine Erfahrungspunkte. Wäre ja irgendwie aber als Counter ganz schön, um zu sehen, wie viele Erfahrungspunkte man insgesamt gesammelt hat. So, ja, 5 Gegner, instant down. Zack. Zack, wir sprengen einfach mal alles in die Luft, was irgendwie sich auch nur ansatzweise bewegt. Danke. So, und jetzt nach dem nächsten Gegner müsste Gwyn eigentlich dann nochmal aufsteigen, wenn ich das richtig gesehen habe. Was die Erfahrungspunkte angeht, und sonst spätestens nach dem übernächsten. Ja, die Maske will wiederum... Ach. Komm, einfach nur angreifen. Jetzt stirbt sowieso alles vorher und dann bleibt sowieso meistens nur noch ein Gegner übrig, den ihr angreifen könnt. Bums, bum, Feierabend. Na komm. 124 Death runter. Wird ja alles mehr. Das ist jetzt eigentlich ein blödes Wortspiel. Es wird immer mehr, was sie reduzieren. Ha, ha, ha. Grammatikalisch auf jeden Fall richtig. Logisch eigentlich nicht. 5, okay. Das ist dann wieder ein Plasma Rain und alles ist tot. Das ist aber auch echt nicht mehr feierlich, was da an Schaden losgeht. Dann sieht man ja noch. So, damit hat Gwyn nämlich noch sein Level up. Hat leider nicht das gelernt, was ich eigentlich hoffte, dass er es lernt. Ja, ist aber auch kein Beinbruch. Nehmen wir die Schleime noch mit. Je mehr Erfahrung, desto besser. Und ganz zu schweigen von dem ganzen Geld, was ja noch bleibt. Zack. Springt sie die drei erstmal. Ja, und joggt die einfach mal dahin, auch wenn es nichts bringt. Das ist sich aber auch so an Lucia festbeißen teilweise. Das ist echt schon faszinierend. Also, sie lassen sie ja echt nicht in Ruhe. Ja, Atomic Burn, zack, 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 boom, Feierabend, danke. Ja, ich klinge jetzt gerade ein bisschen gehetzt, aber... Uns steht ja noch Großes bevor. Ist ja nicht so, dass das Spiel hier nach diesem Turm irgendwie schon vorbei wäre. Sonst wäre es ein bisschen schwach für ein Rollenspiel. Und noch ein Thunderblow. Sieht aber lustig aus, so mit diesem Regen. Pum. Ja, uns haben wir so knapp 1000 Schaden rausgedrückt. 138. Ein Glück, dass die Reduzierung der Verteidigung nicht auf Dauer ist. Aber die scheinen ja wohl irgendwie prozentual zu reduzieren, wenn man sieht, was sie vorher bei Hero und Gwyn gemacht haben. Und jetzt im Verhältnis, was Lucia da verliert, das geht ja mal gar nicht klar. Gut, aber wie wird's weitergehen? Werden wir den Turm noch verlassen können, bevor Leo hier auftaucht? Oder wird er uns einen Strich durch die Rechnung machen und Lucia zum Kampf stellen und dabei höchstwahrscheinlich dann eh verlieren? Das erfahren wir in der nächsten Folge. Bis dahin, alles Gute und tschö tschö.